Nächste Rednerin Inge Posch-Koschka, SPÖ Burgenland. Herr Vizekanzler, sehr geehrte Minister, Ministerinnen, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen vor den Fernsehschirmen und natürlich auf der Galerie die Besucherinnen und Besucher. Ich möchte, bevor ich jetzt eingehe in die zur Regierungserklärung, Monika, das war jetzt direkt schön. Es hat jetzt so einige Punkte gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, richtig staatstragend, jetzt ist die Rolle getauscht, meine ist aber auch getauscht jetzt. Also es wird halt etwas anders werden. Zur Bildung möchte ich nur sagen, Monika, es stimmt, dass die Bildung das Wichtigste ist und dass der Aufstieg nur über die Bildung möglich ist. Ich denke mir, dass daher auch die Regierung jetzt Studiengebühren eingeführt hat, weil dann wird es nämlich ein bisschen leichter werden. Nicht? Also da sind wir schon so etwas verzwickt, wo wir das, was wir sagen, anders machen als für das, was dann in der Regierung steht. Zu lange in der Arbeitslosigkeit hast du auch geschnitten, Monika, stimmt. Ich habe das schon einige Male hierinnen gesagt, das Beschäftigungsprojekt im Bezirk Mattersburg, dem ich vorstehen darf, wo wir Langzeitarbeitslose beschäftigen, wo wir sehen, wie schwer es ist für Menschen, die lange in der Arbeitslosigkeit sind, wie der Selbstwert auch schrumpft und wie wichtig es ist, aber hier als Antwort zu geben, die Aktion 20.000 zu kürzen, ist leider auch wiederum der falsche Weg. Auch das kann es leider nicht geben. Nach der Schule sofort in die Mindestsicherung, das ist das linke Bild für die Werdung der Menschen, so wie es der Herr Vizekanzler gesagt hat. Das mag vielleicht sein linkes Bild sein. Unser linkes, sozialistisches Bild, solidarisches Bild ist ein anderes. Und ich denke mir auch, Herr Vizekanzler, ich weiß nicht genau, zuerst einmal denke ich, vielleicht ist die Kreide schon aufgebraucht gewesen, die sowohl Kanzler wie auch Vizekanzler geschluckt haben, wenn sie die Regierungserklärung, die gegenseitigen schönen Sätze gesagt haben. Die Monika hat was gesagt, was eigentlich wirklich stimmt, für mich zumindest. Man konnte nicht mehr in der Regierung. Dann muss man irgendwann mal sagen, ja, stimmt, man konnte nicht mehr. Und muss dann sagen, okay, welchen Weg wollen wir gehen? Aber ich frage mich, der Herr jetzige Bundeskanzler ist schon sehr lange in der Regierung, auch wenn man es nicht immer gemerkt hat, aber trotzdem ist er schon sehr lange in der Regierung. Der Herr Vizekanzler, Sie sind schon sehr lange im Nationalrat und plötzlich haben wir ein neues Miteinander. Ich weiß nicht, hängt der Charakter von der Funktion ab oder kann man ein neues Miteinander, ein gemeinsames, ein Miteinander, ein Füreinander auch leben, wenn man gerade nicht Bundeskanzler oder Vizekanzler ist oder wenn man Mandatar oder Mandatarin ist und für Österreich etwas verbessern will. Ich denke, das kann man und das sollte man auch. Ich bin der Meinung und so bin ich in die Politik gegangen und so gestalte ich mein politisches Weltbild, dass eine Gesellschaft ist so stark wie die Schwächsten in ihrer Gesellschaft gestützt bzw. unterstützt werden. Auch das hat der Herr Bundespräsident gesagt bei der Angelobung. Ich denke mir, dass es ein sehr wichtiger Grundsatz ist und dass dieser Grundsatz gelebt werden soll. Ich gestalte meine politische Arbeit nach diesem Grundsatz und unter dieser Prämisse habe ich auch das Regierungsprogramm gelesen. Unser Präsident Edgar Meyer hat es heute schon gesagt, der Bundesrat, die Länderkammer zeichnen sich dadurch aus, dass wir diskutieren, zuhören können und miteinander neue Wege gehen. Daher möchte ich gleich zu Beginn der neuen Regierung ein Lob aussprechen, ein Lob für das, dass die Mindestpension erhöht worden ist. Dass die Mindestpension auf 1.200 Euro erhöht worden ist und das auch für Teilzeitbeschäftigte, sofern ich das richtig gelesen habe. Denn ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Wirklich ein Danke dafür. Aber wenn ich dann weitergelesen habe, die Entlastung vom kleinen oder vom mittleren Einkommen, leider habe ich da vom kleinen Einkommen nichts gefunden, beim mittleren Einkommen sehr wenig gefunden. Dafür habe ich aber im Regierungsprogramm Steuergeschenke gefunden. Steuergeschenke für Großspender und das sogar in Millionen bzw. in Milliardenhöhe. Und das hat mich wirklich sehr, sehr verwundert. Eine direkte Demokratie, auch Sie haben es wieder angesprochen, Herr Vizekanzler, viel versprochen worden, viel Mitbestimmung den Menschen gesagt worden, leider nicht viel eingehalten worden. Ich möchte nur die Ponzetta kurz nennen, aber ich möchte auch nennen,
dass die FPÖ Burgenland angetreten ist und auch die direkte Demokratie als wichtiges Ziel gesagt hat. Und seit 2,5 Jahren hat es im Burgenland keine Bürgerbefragung gegeben. Ich werde sehen, wie es in der Bundesregierung sein wird und wie es hier weitergehen wird. Ich möchte auch gerne auf einzelne Kapitel eingehen, natürlich auf das Kapitel Familie und Frauen. Frau Bundesministerin für Familie und Frauen, die Frau Dr. Juliane Bogner-Strauß, alleine die Zusammenlegung von diesen zwei Ministerien, von Familie und Frauen, ist ein Rückschritt. Und ich möchte Ihnen auch sagen, warum es ein Rückschritt ist für mich. Wir haben sehr lange und sehr intensiv dafür gekämpft und auch hier im Parlament sehr viele Maßnahmen gemeinsam beschlossen, dass wir die Familienpolitik nicht nur als Frauenpolitik sehen, dass wir die Familienpolitik auch für die Männer öffnen wollen, dass wir den Männern die Chance lassen sollen, dass Familie gleich viel wert und gleich wichtig ist. Wenn wir jetzt die Frauenpolitik wieder zur Familienpolitik dazu tun. Ich weiß, es muss nicht gleich heißen, es ist nur ein Rückschritt. Es ist aber nach außen, und Bilder prägen nun einmal, nach außen das Bild, die Frau und die Familie, das ist die heile Welt. Und da braucht man wiederum sehr, sehr viel Kraft, um auch den Männern wiederum die Möglichkeit zu geben, hier dabei zu sein und mitentscheiden und mitpartizipieren zu können. Der Familienbonus ist heute auch schon besprochen worden. Einkommen unter 1250 Euro bekommen keinen Bonus. Und bitte, das sind die, die es brauchen. Die brauchen diesen Bonus. Wir wissen es, dass die FPÖ hier ganz andere Ansätze gehabt hat. Dass die FPÖ, und ich weiß, Herr Vizekanzler, ich habe Ihnen sowohl im Nationalrat wie auch hier zugehört, man muss Abstriche machen, aber bitte doch nicht auf den Rücken der Schwächsten. Wenn wir 1250 Euro, wissen Sie, wie wenig Geld das ist, mit denen die Leute auskommen müssen? Das geht ja gar nicht. Und hier ist dieser unter 1250 Euro, gibt es nichts für die Familien, und die brauchen es aber. Und die braucht bei der ÖVP, jetzt Entschuldigung, Kolleginnen und Kollegen, aber da haben wir es jetzt fast erwartet. Also da bin ich jetzt nicht gar so, weil jeder natürlich seinen Weg hat, und daher bin ich da gar nicht so, aber bei der FPÖ, da tut es mir halt schon sehr weh. Ich hoffe, dass das Zukunftsmotto, ich habe gegoogelt, habe aber leider nichts gefunden beim Familien- und Frauenministerium, dass das Motto für die Frauen zukünftig in unserem Land nicht sein wird, Frauen zurück an den Herd, Frauen zurück in die Familie, sondern dass wir wirklich eine Frauenpolitik, die jetzt aufgebaut wurde, wiederum vorantreiben können und für die Frauen zukunftsreich gestalten können. Das, was ich noch als positiv hervorstreichen will, ist die Hilfe 18 plus. Wir haben im Bundesrat gibt es einen Kinderrechteausschuss. In diesem Kinderrechteausschuss schon darüber gesprochen, wie notwendig und wichtig es ist, dass wir diese Hilfe 18 plus mit einem für diejenigen, die nicht in einer Familie wohnen können und dann eine weitere Hilfe brauchen, dass das notwendig ist. Das ist auch im Regierungsprogramm erwähnt. Es ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr, sehr notwendig. Ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion auch noch den Rechtsanspruch hinein argumentieren können. Aber ich denke mir, das ist ein notwendiger und wichtiger Schritt, der hier auch verankert ist. Die Kinderrechte sind leider gar nicht erwähnt im Regierungsprogramm. Das Recht der Kinder auf Mutter und Vater ist. Aber das stimmt, Herr Vizekanzler, das habe ich gerade überlesen. Aber nur auf Mutter und Vater, ist egal, das tue ich jetzt nicht so, das haben wir eh noch extra. Aber die Kinderrechte explizit sind nicht erwähnt. Aber sie werden als zukünftige Erwachsene genannt, beziehungsweise als Asylwerber. Und da denke ich, wir haben ja auch noch etwas zu tun. Der Begriff Familie, und das passt jetzt eh gut zu dem, das Recht der Kinder auf Mutter und Vater, der Begriff Familie ist lange und sehr intensiv bei uns diskutiert worden. Hier im Hohen Haus, innerhalb der Parteien. Österreich hat einen modernen, einen offenen und vor allem einen vielfältigen Begriff zum Thema Familie. Leider ist dieser offene, moderne und vielfältige Begriff zum Thema Familie im Regierungsprogramm auch nicht zu finden. Es gibt nicht nur die Form Mutter und Vater für ein Kind, es gibt viele Formen. Wir leben nicht mehr... Nein, ich lebe in der Realität, liebe Monika. Ich lebe in der Realität und daher ist es so und ist es notwendig.
So wie ich leider sehr viele, okay, mag auch so sein, Allgemeinplätze auf diesen 179 Seiten finde, was auch das gute Recht hat. Das gebe ich schon zu, weil man kann ja nicht alles am ersten Tag gleich reinschauen. Es sind trotzdem sehr viele Allgemeinplätze, die wir hoffentlich noch sehr gut ausbauen können. Das, was mir aber Angst macht im Regierungsprogramm, dass ich drinnen Ansätze lese, wo so das Bild von dem wahren Menschen gezeichnet wird. Ich glaube, dass wir das im Jahr 2017 nicht mehr leben können. Das Bild eines wahren Menschen, eines einzigen Menschen, das wir alle sein sollten, wird es nicht geben. Modern, offen und vielfältig. So ist unser Österreich und so soll es auch bleiben. Die Deckelung der Mindestsicherung, ich will das noch ganz kurz anschneiden. Ja, mir echt geht's auch schon so, Mensch, ich sag das. Dabei hätte ich noch so viel, ich wäre gar nicht fertig damit. Die Deckelung der Mindestsicherung, ich möchte es nur ganz kurz anschneiden. Das ist eine Maßnahme, die die Armut in Österreich forciert und den sozialen Zusammenhalt vor allem gefährdet. Und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Dieser soziale Zusammenhang ist wichtig, den brauchen wir. Wir können kein Auseinanderdividieren der Gesellschaft zulassen, denn sobald wir auseinanderdividieren, wird es Leute geben, die nicht nur in Armut gedrängt werden, sondern wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und wie es denen dort geht und wie sich die wiederum heraushelfen, könnte die Kriminalität führen. Genau da sollten wir Präventivarbeit leisten. Das wäre wichtig. Ja, das Wort Kinderarmut fehlt ganz. Armut in Österreich fehlt ja auch im Regierungsprogramm. Ich möchte da nur ganz kurz, davor bei der Spur im Bereich Asyl, da gehe ich da nur mit Ansatz, aber das zum Thema Armut möchte ich ganz kurz vorlesen. Und zwar ist es von einer Vorarlbergerin, Herr Präsident, von der Julia Ortner, von den Vorarlberger Nachrichten. Arm ist nicht nur der Obdachlose, der nachts in einer Notschlafstelle Zuflucht sucht, wenn man in einer feuchten Wohnung leben muss oder wenn man sich das Heizen nicht leisten kann, chronisch krank ist oder abgetragene Kleidung nicht ersetzt werden kann. Wenn ein kaputter Kühlschrank gleich Ausnahmezustand bedeutet, dann pflegt man keinen bescheidenen Lebensstil, dann ist man arm. Und schon jetzt führen die meisten Mindestsicherungsbezieher mit 838 Euro zurzeit kein schönes Leben. Nein, sie überleben nur. Und wie sollen die anerkannten Flüchtlinge unter ihnen künftig von 520 Euro existieren? Wie wohnen? Wie essen sie? Was wird aus den Kindern von größeren Familien, die von der Deckelung betroffen sind? Die armen Menschen werden nicht einfach verschwinden, nur weil man Leistungen kürzt. Ich glaube, das sollten wir wirklich beachten, das sollten wir mitdenken. Das müssen wir bei jeder Entscheidung einfach mitdenken. Aktion 20.000, habe ich gesagt, jetzt bin ich bald fertig. Aktion 20.000, habe ich schon gesagt. Ich möchte nur einen Satz noch sagen, ich habe gesagt, einen Satz zu den Asylwerber, einen Satz noch sagen. Es war bei der Regierungserklärung so, es ist auch heute zwar nur ganz kurz gefallen, aber ich bin eh sonst sehr kollegial. Jetzt sparen wir ein paar Minuten, kriege ich jetzt. Bei der Regierungserklärung ist es im Nationalrat sehr... 14 Minuten. Ja, ich bin gleich fertig, Herr Präsident. Bei der Regierungserklärung im Nationalrat ist es ein paar Mal gefallen, heute nur ganz kurz. Bitte hören wir auf, mit einzelnen Gruppen, die in Österreich sind, Angst zu schüren und Hetze zu schüren. Die Flüchtlingswelle hat niemanden überrollt. Es ist niemand in Österreich ertrunken. Wir haben Menschen geholfen und das sehr gut. Ganz zum Schluss einen Satz. Ich bin heute von Burgenland nach Wien gefahren ins Parlament und da hat es ein Lied im Radio gespielt, das heißt, ich lebe in einer Wolke, ich lebe in meiner eigenen Welt. Das Recht hat jeder und jede, so zu leben. Nur die, die Verantwortung tragen in Österreich, bitte werdet munter. Bitte seht alle Menschen, die rundherum sind in Österreich, seht alle Menschen, die das ganz notwendig haben, die sozial Schwachen, aber seht auch klar die, die Unternehmer sind und denen die Arbeit geben. Aber vergesst nicht auf die sozialen Schwachen. Ich wünsche euch diese Erleuchtung zu Weihnachten, beziehungsweise spätestens am 6. Jänner. Dankeschön.
Inge Posch-Kruschka von der SPÖ Burgenland war das mit einem politisch-moralischen Rundumschlag. Sie freut sich über eine Erhöhung der Mindestpension, jedoch fehle eine Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Dagegen gebe es Steuergeschenke für Großspender. Die Zusammenlegung von Frauen- und Familienagenten in einem Ministerium sei ein Rückschritt, kritisiert Inge Posch-Kruschka, SPÖ Burgenland.